Konnichiwa, Minasan! Was heißt eigentlich Banzai? Wann benutzen die Japaner das und warum benutzen sie es eigentlich? Der ein oder andere von euch hat wahrscheinlich schon mal Japaner gesehen, die die Arme auf einmal so hochwerfen und Banzai, Banzai, Banzai dreimal hintereinander schreien und ihr habt euch wahrscheinlich gedacht, was machen die da? Das habe ich mich am Anfang auch immer gefragt. Was machen die da eigentlich? Was heißt dieses Banzai und wo kommt es her? Das wollen wir uns heute mal genauer angucken. Aber bevor wir darüber sprechen, wo es eigentlich herkommt, möchte ich euch nochmal einen waschechten Japaner zeigen, einen Clip von einem waschechten Japaner, der das richtig schön gemacht hat. Tendonheka, Banzai! Banzai! Das war der Premierminister Abe Shinzo, beziehungsweise war er mal Premierminister, ist er jetzt natürlich nicht mehr. Momentan haben wir den Herrn Suga, der Premierminister ist. Und der hat, als der Reiwa Tenno, also der aktuelle Tenno, als der ins Amt gekommen ist, hat er das eben gegenüber dem Tenno gesagt. Und da haben wir auch schon einen ersten Anhaltspunkt, wo das Ganze eigentlich verwendet wird, heute noch. Es wird vor allem gegenüber dem Kaiser verwendet, aber auch wenn Japaner sich über irgendwas ganz besonders freuen. Also es ist so ein Ausruf, wie soll man sagen? Ein Ausruf der Freude, könnte man sagen. Yeah, hurra! So eine Art Jubeln. Aber es ist jetzt auch nicht so weit verbreitet in Japan, dass ihr auf der Straße Leute seht, die das dann auf einmal machen. Das habe ich hier noch nie gesehen. Und generell in den Familien oder so wird das auch nicht verwendet, jetzt wenn man sich über irgendwas freut. Sondern es ist etwas, was vor allem auf Gedenkfeiern verwendet wird, vor allem auch Dinge, die mit dem Kaiser eben zu tun haben. Also jetzt nicht so im Alltag. Im Alltag eigentlich sieht man das nicht und das wird auch gar nicht verwendet im Alltag, sondern eben zu besonderen Anlässen, die in der Regel auch mit dem Kaiser zu tun haben. Da sieht man das in der heutigen Zeit immer noch besonders oft. Jetzt aber dazu, wo kommt das Ganze denn eigentlich her? Es kommt ursprünglich aus China, beziehungsweise dieses Wort Banzai heißt eigentlich 10.000 Jahre, wenn man das so übersetzt. Und das wurde in China gegenüber dem Kaiser eben so, ja, verwendet, nach dem Motto so, ja, ich hoffe, du lebst 10.000 Jahre und auf gute Gesundheit und so. In dem Sinne wurde das mal verwendet und dann ist es irgendwann nach Japan rübergekommen und das soll wohl so um die Heian-Zeit gewesen sein. Dort wurde es dann aber nicht gegenüber dem Kaiser in Japan verwendet, sondern es wurde in Musikstücken und Liedern verwendet. Das war die Verwendung von Banzai, beziehungsweise wurde das noch gar nicht Banzai ausgesprochen zu dem Zeitpunkt, sondern man hat es Manzai oder Banse oder so. Da gab es verschiedene Arten, wie man das eben gesprochen hat, aber Banzai hieß es da noch nicht. Wurde also kulturell in Schriftwerken und so, da wurde es verwendet, hatte aber nichts mit jubelndem Ausruf oder so gegenüber dem Kaiser zu tun. Dann aber 1889 im Februar, da wurde die Meiji-Verfassung verkündet und bei der Verkündung der Meiji-Verfassung hat man das erste Mal Japaner im Chor gehört, die eben dieses Banzai geschrien haben. Und das haben sich vorher Gelehrte in Japan ausgedacht, denn die haben gesagt, wir haben jetzt die Meiji-Verfassung, also Meiji-Revolution, muss man vielleicht dazu sagen, das war eine Revolution, in der das Shogunat, das waren Schattenkaiser, hat man die auch genannt, also das waren im Grunde hohe Militärs, die Japan gelenkt haben und der Kaiser hatte zu dieser Zeit, in der Edo-Zeit, nicht wirklich viel Macht. Dann gab es aber Samurai, die gesagt haben, wir wollen den Kaiser wieder an der Macht haben, wir stürzen jetzt einfach diese Militärregierung und die haben dann die Shogune gestürzt und den Kaiser wieder an die Macht gesetzt. Und da gab es dann Gelehrte, die gesagt haben, okay, wir haben bisher keinen Jubelruf oder keinen Ruf, den wir dem Kaiser entgegenbringen können, den haben wir bisher nicht, lass uns doch mal was basteln. Und da hat man sich dann, man hat ja Kontakt zum Ausland auch zu der Zeit, und da wusste man, dass es in Frankreich sowas wie Vive la France oder wie das heißt, dass es sowas eben gibt, oder in England Save the King. Das waren so kurze Phrasen, die man halt gegenüber dem König oder eben dem Land oder was auch immer als so Jubelruf gemacht hat, dass man eben, was man als Volk hatte, was man rufen konnte. Und da haben die Japaner gesagt, was können wir denn da nehmen? Und da kamen sie auf die Idee, Banzai, Banzai, Ban, Banzai zu machen als Ruf. Und dann eben bei der Verkündung der Meiji-Verfassung, da sollte das erste Mal gegenüber dem Kaiser dann auch verwendet werden. Das Problem war nur, beim ersten Banzai waren wohl irgendwie die Pferde, die da waren, sind so ein bisschen, ja, in Aufruhr geraten, weil es so laut war und alles, so dass die Leute auch ein bisschen so, oh, und dann das zweite Banzai war schon ein bisschen leiser und das Ban, Banzai am Ende, das ist so ein bisschen im Tumult dann
dann untergegangen, sodass bei den Bürgern, die das dann auch damals gehört haben, nur noch das Banzai hängen geblieben ist. Und seitdem gibt es eben Banzai und dieses Banzai, was ursprünglich am Ende mal da war, das lässt man weg, das ist eben weg und man sagt einfach dreimal Banzai hintereinander. So hat das Ganze mit dem Banzai in Japan dann also angefangen. Es ist also so eine Art Jubelruf gegenüber dem Kaiser geworden. Und man kann das auch mit Deutsch vergleichen, sowas wie hoch, es lebe hoch, es lebe der König hoch oder sowas. In dem Sinne wird dieses Banzai in Japan gegenüber eben dem Kaiser dann auch verwendet. Oder in der Nazi-Zeit wurde das Heil, ihr wisst schon, verwendet. Und dieses Heil, das könnte auch so eine ähnliche Bedeutung, so könnte man das eben auch ins Deutsche bringen. In dem Sinne wird das gegenüber dem Kaiser verwendet. Es hat jetzt aber nicht so eine negative Bedeutung wie vielleicht in Deutschland das Heil und so weiter, sondern es hat in Japan eine sehr positive Bedeutung. Und es wird gegenüber dem Kaiser verwendet, um dem Kaiser zu sagen, wir wollen, dass du lange lebst. Wir wollen, dass du über 10.000 Jahre lebst und wir wollen, dass du lange gesund bist, dass du bei guter Gesundheit bleibst. Der Kaiser kommt auch immer mal wieder zum Sumo-Ringen vorbei und wenn er dann da schaut, dann gibt es manchmal auch so spontane Banzai-Sachen irgendwie, dass die Leute aufstehen und dem Kaiser gegenüber Banzai rufen. Also das gibt es heute teilweise auch noch. Aber es hat halt überhaupt keine negative Bedeutung oder so, sondern es ist wirklich ein Jubel gegenüber dem Kaiser. Und da der Kaiser halt keine politische Macht in Japan hat, also politisch überhaupt nichts entscheiden kann, ist es halt auch, ja, also es ist halt einfach, die Leute freuen sich, dass der Kaiser da ist und wollen ihm langes Leben wünschen, so in dem Sinne. Dennoch ist es sehr interessant, dass in Amerika und teilweise in Deutschland auch was anderes unter Banzai verstanden wird. Denn die Japaner im Zweiten Weltkrieg haben Banzai auch verwendet, so, ja, wie soll ich sagen, nach dem Motto, so für den Kaiser, ne, da gibt es auch diese Kamikaze-Piloten, die sind im Grunde in den Tod geflogen. Die wussten, dass die in den Tod rennen, dass sie das nicht gewinnen können und sind einfach, haben, während sie Banzai geschrien haben, haben sie eine komplett, ja, dumme militärische Aktion gemacht und haben sich in den Tod gestürzt, während dem Zweiten Weltkrieg. Und das haben die Amerikaner und so, die haben das natürlich gehört und haben dann gedacht, okay, Banzai muss irgendein Ausruf sein für total verwirrte Japaner irgendwie, die halt ein total dummes Zeugs machen und das ist irgendwie so Kriegsvokabular, Militärvokabular. Das ist das Bild vom Banzai, was heute auch teilweise in Amerika noch herrscht. Also die Amerikaner verbinden mit Banzai und Japanern diesen Zweiten Weltkrieg und diese Rufe, die die Japaner dort gemacht haben, aber das hat eigentlich gar nichts mit der ursprünglichen Bedeutung von Banzai zu tun und es gibt dann wohl auch amerikanische Journalisten, die gesagt haben, diese Abenomics, das ist ein Wirtschaftsprogramm vom Herrn Abe gewesen, die haben dann Banzai-Nomics daraus gemacht und haben gesagt, jo, euer Wirtschaftsprogramm ist so schlecht, das ist, als würdet ihr euch selbst in den Tod stürzen und dann haben die Banzai einfach dafür benutzt. Ist natürlich nicht besonders nett gegenüber den Japanern, aber das zeigt eben, wie dieser Begriff dann in Amerika teilweise auch aufgenommen worden ist und wie die Bedeutung, ja, wie, was die Amerikaner für eine andere Bedeutung von diesem Begriff haben, als die Japaner selbst es haben. Im Ausland hat der Begriff also eher ein schlechtes Image. In Japan wird er heute noch auf Gedenkfeiern benutzt oder eben über den Kaiser. Oder vielleicht kann man das auch manchmal, ne, wenn man irgendwas komplett zum Feiern hat oder so, gibt es mit Sicherheit auch den ein oder anderen Japaner, der das dann eben ruft. Aber im Großen und Ganzen in Japan würde ich es jetzt im Alltag, also wie gesagt, im Alltag habe ich es noch nie gehört, auf so Gedenkfeiern oder so im Fernsehen, da sieht man es dann immer schon mal wieder. Aber im Grunde im Alltag hat das jetzt keine wahnsinnig große Bedeutung für die Japaner und wird auch nicht wahnsinnig oft verwendet. Aber man sollte, denke ich, schon wissen, wo es herkommt, was es eigentlich bedeutet. Und falls euch irgendjemand erzählen will, dass Banzai was total Schlimmes ist, was mit dem Krieg zu tun hat und dass es eine Verehrung gegen, eine militärische Verehrung gegenüber dem Kaiser wäre und dass das in Japan nur Leute sagen würden, die total rechtsextrem wären oder so, dann könnt ihr jetzt gewiss sagen, nee, das ist nicht der Fall. Also es ist nicht der Fall, dass man in Japan sagen könnte, dieses Banzai, das sind nur die Leute, die das sagen und verwenden, das sind nur die total rechtsextrem und so. Das ist nicht der Fall. Ich meine, der Premierminister, frühere Premierminister Abe, der hat es ja auch verwendet und der ist vielleicht konservativ gewesen, aber ist alles andere als ein Rechtsextremer gewesen. Also in dem Fall, ne, das ist so nicht der Fall. Das wird manchmal versucht, vielleicht auch in Deutschland oder so, dieses Bild so ein bisschen irgendwie zu schaffen, dass das nur Japaner verwenden würden, die total kaiservernarrt sind oder so. Aber das ist zumindest meiner Beobachtung nach und dem, was ich so herausfinden konnte, nicht der Fall. Sondern es ist eher was relativ Neutrales, was mit Sicherheit im Zweiten Weltkrieg und so auch ein bisschen instrumentalisiert worden ist. Aber man sollte da auch nicht zu viel rein interpretieren.
finde ich persönlich. Sondern das, was ich euch jetzt erzählt habe, das ist die Geschichte vom Banzai. Und ja, jetzt wisst ihr ein bisschen mehr, hoffe ich zumindest, dass ich euch das ein bisschen näher bringen konnte, was es heißt, wann es verwendet wird und wo es denn eigentlich herkommt. Das soll es auch schon wieder gewesen sein von diesem Video. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Erfahrungen ihr mit Banzai gemacht habt, ob ihr schon mal das gesehen habt in Japan, dass es irgendjemand macht. Manchmal macht man das auch mit Kindern, das habe ich auch schon gesehen, dass man bei den Kindern die Arme so hoch macht, sagt Banzai. Das macht man mit Kindern, manchmal mit kleinen Kindern, wenn man mit denen so ein bisschen dann spielt, so als Spiel, das habe ich auch schon miterlebt. Aber ja, was sind eure Erfahrungen mit dem Begriff in Japan? Welches Image hattet ihr bisher von dem Begriff? Wusstet ihr, wo das eigentlich herkommt und was es bedeutet? Das würde mich interessieren. Schreibt es gerne in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zusehen. Schaut auch nochmal gerne in die Videobeschreibung. Da gibt es noch eine Menge Links, über die ihr mich unterstützen könnt. Unter anderem gibt es Rabattlinks zu all meinen Online-Kursen. Also Hiragana, Katakana, Kanji, egal was ihr lernen wollt, schaut da gerne vorbei. Ansonsten könnt ihr mich durch eine direkte Spende unterstützen. Es gibt meinen Amazon-Affiliate-Link. Würde ich mich auch sehr freuen, wenn ihr den benutzt. Und ihr könnt natürlich Mitglied auf dem Kanal werden. Vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!